So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total War Warhammer Norska. Ja, mir ist gerade entfallen. Norska. So, was wir machen müssen, was wir machen wollen. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, also was heißt, habe eine Nachricht bekommen, aber jemand hat gemeint, also jemand hat mir geschrieben in den Kommentaren, ich habe eine Einheit entlassen, die irgendwie einen höheren Rang hatte und dann eine andere engagiert, aber das hatte den Grund, ich musste einen Barbarenjäger Wurfspeer engagieren und habe dann die schlechteste gefeuert und dann wieder eine neue angeheuert, die natürlich trotzdem schlechter war, weil ich glaube, ich hatte einen mit 3 Bronze Ribbons und jetzt habe ich halt einen mit 2 Bronze Ribbons, aber ich musste das für eine Quest machen. Deswegen habe ich das gemacht. Um das mal zu klären. Weil, weiß nicht, ich werde es wahrscheinlich auch in den Kommentaren klären, weil ich habe das jetzt noch nicht gemacht. Schauen wir mal. So, was hatten wir heute vor? Wir wollten jetzt in den Süden, den warmen Süden. Ja, auch wenn... Haben die jetzt eigentlich tatsächlich in den Norden eingenommen? Tatsächlich. Alter, guckt mal an, wie groß fucking Kislev ist. Kislev ist ja riesig. Das ist ja die größte Macht zurzeit. Sind die die stärksten? Nein, aber es ist Platz 7 auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall... sehr viel stärker als das Imperium. Wir haben Krieg mit dem Hochland. Wir könnten das Hochland auch angreifen. Habe ich eigentlich kein Problem mit. Hochland, ihr seid am Arsch. Oder wir gehen weiter nach hier hin und holen uns hier die Bersolinger. Und dann können wir von zwei Seiten angreifen. Dann greifen wir von hier mit Nami ein. Ja, schauen wir einfach mal. Wir machen einfach mal. Wir gehen erstmal auf jeden Fall. Weißt du was? Kislev. Fickt euch. Ich töte euch jetzt. So, und der andere, der Ivoaldr Saaltöter, soll natürlich mal hier nach, ich weiß gar nicht. Wohin schickt mir den? Vielleicht nach Norden? Nein. Nimm das Schiff. Das ist immer das Blöde. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich das Schiff nicht nehme. Alles klar, machen wir weiter. Die Kislever sind halt die, die die Arschkarte ziehen jedes Mal. Also das muss man echt sagen. Die Typen denken sich so, oh ja, weißt du, eigentlich, ja... passt alles. Wir sollten mal ein paar Mammuts anheuern. Haben wir die? Wir haben die Bevölkerung. Wir brauchen aber nur das Gold. Das Gold besorgt euch jetzt, Trock. Keine Angst. Und der geht schon mal plündern. Oh lol. Da haben wir schon eine Armee. Müssen wir aufpassen, dass die uns nicht angreift. Holen wir uns dann erstmal Ehrengrad, glaube ich, weil das unverteidigt ist. Wie sieht's? Ja, garnisonsmäßig sieht's auch richtig schlecht aus. Dann gehen wir hier rein, holen uns Ehrengrad, machen das zu einem Außenposten, von dem wir hier dann unsere weiteren Angriffe starten, weil es ist eine große Stadt. Die will ich vielleicht nicht in den Tempel verwandeln. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Du, kannst du den Attentaten? Kann er tatsächlich. Egal, es gibt trotzdem Erfahrung. Der ist jetzt halt nur gewarnt und will dann nicht mehr, nichts mehr machen. Ach fuck, ich habe den noch vergessen. Triff mal zu Trock dazu. Oder du kannst beim anderen mitmachen. Ich weiß es noch nicht. Sehen wir dann. Stein des Axtschmieds. Alles klar. Jetzt können wir die nächste Stufe erforschen. Die ich ja wirklich erforschen wollte. Hier. Für alle Barbaren. Das ist auf jeden Fall nützlich. Barbaren, Streitwagen und Kavallerie interessiert mich nicht. Ich will ja die Barbaren boosten. Kannst du nicht dein Schiff nehmen und einfach da drüber gehen? Ist das nicht vielleicht schneller sogar? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen riesen Fehler gemacht. Alter, Salzenmünd! Das war's, oder? Schicken wir die einfach mal so hoch. Wir können Salzenmünd auf jeden Fall ausrauben. Das können wir machen. Ich glaube, die haben nicht viel. Und ich glaube, die werden sehr viel Gold abwerfen, weil es doch eine größere Stadt ist. So, dann wie immer. Wir sparen ja gerade hier auf das Upgrade, damit wir endlich Mammuts beschwören, sage ich. Ausbilden können. So. Und du darfst jetzt... rauben. Ah, 220 Gold, immerhin. Immerhin macht er sein, ja, macht er ein bisschen Gold wett. Die Armee ist wahrscheinlich viel teurer. Also lohnt sich's nicht wirklich. Aber wir verbreiten, glaube ich, auch das Chaos dadurch, oder? Also dadurch, dass mein Fuzzi da in dem Gebiet steht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Eine Trolle. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Weil ich gerade nichts rekrutiere. Würde ich sagen, nehmen wir eher hier die Krieger? Keine Ahnung. Und dieser komische Magier? Der hat auch
auch nur eine 25%ige Chance, weil mein... Nee, das ist der falsche. Ich wollte doch den, hallo? So, 36%ige Chance. Probieren wir es. Sehr schön. Und ein Level erreicht gleich. Sehr gut. Dann nehmen wir natürlich Aggressor, ne? Verstärkung, also hier Garnisonen kaputt machen. I like. So, Ehrengrad gehört mir, Junge. Oh ja, Salzmünze mag das auch nicht so, wenn man da so rumläuft. Sehr schön. So, weißt du was? Wir erklären euch den Krieg. Easy. Und wir müssen gar nichts machen. Daher einfach einnehmen. So, sollen wir erstmal ausrauben? Ich glaube ja. 10.000 Gold hört sich einfach zu gut an. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Und dann können wir gleich nochmal angreifen. Ne, wir können nicht in derselben Runde nochmal angreifen, oder? Doch. Alles klar. Mach. Mit jedem errichteten Außenposten breitet sich Norskar einer Seuche gleich auf der Welt aus. Alle werden vor den Kriegern des Nordens fallen. Okay, hier kann ich rekrutieren. Trautes Heim habe ich den Erfolg bekommen. Hier Stufe 3, okay, das geht nicht besser, aber auf jeden Fall. Ehrengrader Docks habe ich doch bekommen. Bin ich nicht schlecht. 15.000 Gold. Alles klar. Gibt's hier irgendwas Cooles? Also kann ich jetzt hier einfach rekrutieren? Nee. Also ich muss hier schon Zeug bauen. Was muss ich denn da bauen? Tätowierer. Vier mehr Krieger und norskanische Trolle. Okay. Aber das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Also man kann nur solche Standardeinheiten rekrutieren, aber es ist so ein Heilgebiet sozusagen. Weil in den anderen, glaube ich, die kann ich ja überhaupt nicht bauen. Ich kann nur die Häfen bebauen. Ich würde sagen, dann machen wir auf jeden Fall, sorgen wir auf jeden Fall dafür, dass hier eine riesige Garnison drin ist. Dass hier nichts passiert. Und was bauen wir dann noch? Durch die Chaoskorruption vielleicht? Öffentliche Ordnung. Brauche ich hier eine öffentliche Ordnung? Rekrutierungskosten interessieren mich auch nicht. Ja, dann nehmen wir das. Gucken wir mal, wie es läuft. Ach, der hat gar nicht gesagt Crossbows, der hat Crush Bones gesagt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe mal irgendwann mal gemeint, oh, der sagt, Ding hier, Crush Bones und Crossbow. Und dabei hat er Crush Bones gesagt. Meine Fresse. Alter, plus 25% für Trolle und Vimir-Krieger. Lol. Das hört sich richtig nice an. Das Ding habe ich noch nicht. Die Winterzahnkrone, da bin ich ja gerade dabei, die Quest zu machen. Ich glaube, ich nehme das sogar. Die Verstärkungsrate hört sich sehr gut an. Hier nehmen wir den letzten Zauber. Sehr schön. Dann gehen wir nach Hause. Wir haben wieder ohne Ende Geld. Und bauen hier. Ne, hier haben wir schon Stufe 4. Hier wollte ich Stufe 4 bauen. Genau. Und was bauen wir dann noch hier hin? Ich weiß es gar nicht. Theoretisch können wir auch so ein Haus hinbauen. Wir können das ausbauen. Wir können die Häfen ausbauen. Wir haben Kohle ohne Ende. Wir können hier die öffentliche Ordnung ausbauen. Beziehungsweise die Korruption. Aber ich weiß ja also nicht, was ich sonst hier bauen soll. Das Ding ist, ich könnte jetzt theoretisch... Also ich baue ja das als nächstes. Ich könnte theoretisch nochmal so einen Kriegshundezwinger machen. Das heißt, ich hätte zwei, dann hätte ich noch immer eins frei. Dann könnte ich auch dieses Lager machen. Ich weiß es nicht. Alle drei gehen auf jeden Fall nicht. Aber das lohnt sich halt auch nicht, weil ich hier gleich nebendran das Bestienlager habe. Alles klar, wir machen das mit den Ausrauben. Lager hier, bla, Zeug, das machen wir. Easy. Mehr Kohle durch Ausrauben, ich bin dabei. Ich finde zum Beispiel auch Packeisbucht sehr gefährlich, dass hier einfach eine normale... dass hier keine Verteidigung gebaut wird, weil die Garnison nicht so... Oh, ich wollte Garnison gucken. Garnison nicht so groß ist.
Und würde ich dann hier so einen Verteidigungsturm bauen, Plündermiliz, das wäre schon viel besser. Einfach um sich zu verteidigen. Das heißt also, es wäre durchaus möglich, wenn ich dieses Lager des Sklavenräubers abreiße, dass man das dann so macht. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Weißt du was, das können wir eigentlich ausbauen. Die Dinger können wir eigentlich immer ausbauen. Die sind immer nützlich. Lager der Waage, was soll ich denn da noch bauen? Ich habe keine Ahnung. Bauen halt den Hafen aus und von hier aus nochmal so ein Plünderlager. Und hier wollten wir, genau, ach fuck, hier wollte ich, ja warte. Natürlich Marmor, ich habe Marmor, ich habe Handelszeug, aber ich halt treibe mit niemandem Handel. Sind die Zwerge schon ausgerottet? Die Zwerge sind schon ausgerottet. Finde ich nicht gut, ich wollte da irgendwas hinstellen. Egal. Nun, den stellen wir weiter nach rechts. So. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, die Wilden, die Orks kommen, nicht die, ja, ja, die kennen wir schon. Das sind die bösen, bösen Orks. So, gleich mal hier die Stufe 2 bauen. Weil wir wollen natürlich nicht, dass da irgendwas passiert. Dann, wenn beide... Oh, da sind die Orks. Nicht Angriffspakt? Packt? Nein. Dann müssen wir irgendwie dem Ganzen ein Ende setzen. Aber erstmal gehen wir nach Zeuschenk und holen uns... Warte, warte, warte. Warte, habe ich jetzt noch genug Platz für Zeuschenk? Ich weiß es nicht. Ich wollte erstmal die Leute hier dem Helden hinzufügen. Oh, mehr Bewegungsreichweite, sehr schön. Wen feuern wir denn? Ich würde sagen, wir feuern tatsächlich solche Speerwerfer. Ich muss ja noch meinen Wolfhelden reinbekommen. Dann holen wir uns Zeuschenk. Zack. Raum ist, glaube ich, wieder als erstes aus. Ja, 4000 Gold. Scheiß drauf. Können wir gleich nochmal angreifen? Nein, wir haben zu wenig Platz. Ich könnte sogar zweimal angreifen. Bei Dingern war es ja zum Beispiel so, die konnten ja nicht zweimal angreifen. Ja, ging halt einfach nicht. Machen wir lieber mal Altar der Brut. Lager der Waage. Wo ist denn hier Lagerebene von Nagalfalle? Weil da würde ich gerne so ein Überfallding wieder hinbauen. Die sind richtig nice, diese Überfalldinger. Obwohl, das ist auch nicht schlecht. Minus 1 für Unterhalt durch Truppen. Aber ich glaube, diese Überfalldinger sind besser. Und Lager der Waage ist so weit hinten. Da machen wir einfach alles voll mit diesem Überfallzeug. Und gucken mal, dass hier das Chaos sich ausbreitet. Das ist ein Penner, der Typ. Der nervt richtig. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich hier mehr das Chaos ausbreitet. Alles klar. Dann haben wir ja meinen Typen weiter nach links gesetzt. Das liegt einfach daran, dass er nicht von dem hier ganz schnell angegriffen wird. Und dann holt er sich die 220 Gold wieder. Krieg erklären, ihr dummen Arschgeigen. Meine Fresse. Dann belagern die einfach meine Stadt, die ich angreifen will. Ihr gehört mir, Jungs. So, natürlich für den guten alten Adler. Sehr schön. Wilde Schlunde. Hautwölfe gepanzert. Oh, langsam wird's knapp mit der Armee. Das sind gegen große Feinde eigentlich. Da muss ich ja wieder fast einen Hund rauswerfen. Wilde Schlunde. Vorhutsaufstellung gegen große Feinde. Rüstungsdringend gepanzert. Sehr schön. Rekrutieren wir natürlich sofort. Und alle sind Level aufgestiegen. Auch sehr gut. Ich würde sagen, wir machen unseren Trock mal ein bisschen besser. Wahrscheinlich eher schwer zu treffen. Ja, es ist ein schneller Troll. So, da ausweichen. Müssen mal gucken, dass wir hier das Pferd kriegen. Aber es geht das mit 3 und 8. Okay. Hier dann den ersten Zauber. Geschwindigkeit verringern und Schaden zufügen. Da müssen wir auf jeden Fall die Burg ausbauen. So, ansonsten haben wir sowieso kein Gold mehr. Machen wir einfach weiter. Müssen wir auf jeden Fall die Schlacht führen. Wir haben halt Hunde. Hunde könnten ziemlich gut laufen, weil die haben 3 Bogenschützen. Ja, komm, das führen wir. Das sieht nicht so schlecht aus, wie es wirklich ist. Gnut Fimirkin.
Du wirst die Siedlung verteidigen. So, da sind wir dann auch. Ich habe die Speerträger mal nach Hause gestellt, damit wir die Schweinereiter mit denen aufhalten können, beziehungsweise töten. Und die Rüstungsdurchdringenden bringen mir halt nichts, weil keiner von denen Rüstung hat. Das ist das Problem. Schnell rein. Ihr müsst jetzt rein. Alter, das kann ja was werden mit den Speerboys. Spieß die Schweine auf! Die zweite Einheit kommt ja schon. So, schnell mit den Hunden dahin. Holen wir uns die Bogenschützen. Oder sollen wir da von hinten in den Rücken fallen? Ich weiß es noch nicht. Weißt du was? Kommt ihr von hinten? Meine Speere halten die gut auf. So, die Hunde muss ich da rausschicken. Fuck, die Reiter reiten doch, richten noch mehr Schaden, als ich gedacht habe. Aber ihre Einheiten sind auf jeden Fall auch dabei. Zu fallen. Meine Hunde müssen sich wieder fangen. Tötet deren. Der Lord ist auf jeden Fall gebrochen. Sieht ganz gut aus. Das heißt, wir gehen einfach in die rein. So. Holt euch doch einfach diese Bogenschützen, meine Hündchen. Läuft nicht so gut, wie man sich das gedacht hat. Meine Axtwerfer. Lasst den Fuzzi nicht hinkommen. Ganz einfach, deren Herrscher. Ja, lauf, du kleines Schweinchen. Kleiner Goblin. Haut ihn. Ja, macht ihn fertig. Jetzt bricht alles. Okay, aber wir haben uns gut geschlagen. Die Bogenschützen waren dann doch das, was uns das Genick gebrochen hat, weil wir einfach zu wenig schnelle Einheiten hatten. Mahnhafte Niederlage finde ich jetzt nicht wirklich. Also wir haben richtig viele Regimenter von denen mitgenommen. Die Bogenschützen waren halt das, was ausschlaggebend war, weil wir keine Reiterei hatten und die nicht verfolgen konnten. Beziehungsweise ein Regiment Hunde zu wenig waren. Deswegen wollten wir ja die Verteidigung stärken in diesem Gebiet. Dafür werden die natürlich noch mehr leiden. Kritischer Erfolg, sehr nice. So. Lass wir den mal einen Rang in Garnison schädigen und gucken dann mal. Schauen wir mal in Diplomatie, ob wir mit diesen fucking Orks Frieden schließen können. Oh, sehr schön. Dann greifen die mich nämlich auch nicht mehr an und ich habe das Problem nicht mehr. Da sind sie hingegangen. Ja, komm, verpisst euch. Ja, weißt du, solange ihr nicht in meinem Gebiet rumwildert, reicht mir das. Du willst
Zahlt mir ein bisschen was. Sagen wir mal 1000. Oh, die wollen sogar 1000 zahlen. Wie wär's dann mit? Zahlt mir 1500. Oh, nicht 15.000. Ja, moderat. Haben sie angenommen. 1500. Einfach so gemacht. Für Leute, die ich sowieso noch nicht gesehen habe. Im Sinne von, waren halt weg. So, Gefangene des Schlechters. Drücke einen Kriegsgefangenen ein Schwert in die Hand und schon ist er ein entbehrlicher Trainingspartner. Ach so. Ah. Dann, probieren wir das mal aus. Kann ich nicht? Okay, Garnisonstürm. Zu geringe Erfolgswahrscheinlichkeit. Okay. Das ist, weil er ein Attentat schon mal gemacht hat. Dann geh zum Helden und dann gehen wir mit dir zusammen angreifen, damit du Erfahrung bekommst. Sehr schön. Wieder dasselbe Spielchen. Erstmal ausrauben. Und nächste Runde dann nochmal draufgehen. Alter, dieses Entkräftung hört sich richtig nice an. So, mit dir machen wir mal hier Rekrutierung. Das hört sich gut an. Und wir holen uns mal eine neue Forschung, was ich auch vergessen habe. So, dann können wir hier endlich mal für die Mammut sorgen und das auch ausbauen. Altar der Brut. Können wir dann auch mal wieder so ein Überfalllager machen? Oder sollen wir so ein Forschungslager? Ich weiß nicht. Das ist eigentlich auch sehr nice. Minus 1% Unterhalt für alle Einheiten. 1% klingt nicht viel, aber wenn man das zusammennimmt, ist es auf jeden Fall viel. Ach komm, wir gehen. Wir sind die richtige Raubhorde. Ja, und wir rauben einfach alles. Fertig. Weißt du, hier können wir dann mal eine Beutekammer machen. Ja, zur Abwechslung mal. Kleine Beutekammer, dann Langschiff, Friedhof. Das müssen wir auf jeden Fall ändern, was dort gerade gemacht wird. Nämlich das da. Ja, machen wir sogar gleich. Reißen wir das Gebäude ab, weil da muss auf jeden Fall eine Verteidigungsanlage hin. So, und dann geht's auch schon weiter. Einkommen durch Überfälle plus 50%. Hört sich gut an. So. Natürlich hier, mit dem Adler. Sehr schön. Die Klauen des Adlers schlagen mit der Grausamkeit der Stürme über dem Ödland zu. Alle fürchten den Schatten, der über ihnen liegt. So, was war nochmal meine Quest? Was für ein Gebiet? Ich musste Middenheim dafür überfallen. Weißt du was? Geh doch mal nach Middenheim. Weißt du, hier hin? Ah, noch weiter. Okay, wir gehen mal hier links irgendwo hin, damit wir fliegen können zur Not. Sehr schön, dann haben wir die erste Stufe. Wir erhalten mehr Forschung. Das zweite ist Magie und dritte ist der Fuzzi. Das machen wir auf jeden Fall. Und für Winterzahnkrone müssen wir irgendwie... Ach, Kislev zählt nicht dazu? Lol, schade. Ne, Nahkampfabwehr. So, das schwarze Loch natürlich. Würde ich sagen, erstmal Verteidigung ausbauen. Und was machen wir hier hin? Genau, den Marmor. Eure Verbundenheit wächst, mein Herr. Und wird weiter gestärkt, wenn ihr mehr Siedlungen niederreißt und an ihrer Stadt Monolithen errichtet. Baut darauf auf und steigt unter dem Blick eures Gottes auf. Die Reichtümer der alten Welt sind euch ausgeliefert. Labt euch daran, wie an einem Spanferkel. Okay. So, Stufe 2, 3000 Gold, alles klar. Und ich sage, ab nach Fort Ostrock. Holen wir uns die Scheiße und rauben erstmal richtig aus. So. Sehr nice. Rüstung ist auch nicht schlecht. So, die beiden sind eigentlich richtig nice zusammen.
Richtig gute Debuffs. 19.000, ich muss wieder bauen. Schwertbucht. Was wollten wir in der Schwertbucht? Genau, Schwertbucht wollten wir auch. Verteidigung, auf jeden Fall. Weil das ist nicht mehr, das ist nicht schön, was da so rumkreucht und fleucht. So, Langschifffriedhof auch. Verteidigung, Eisdrakenfjord. Wo ist denn Eisdrakenfjord? Eisdrakenfjord ist meine Hauptstadt. Da können wir auch, gut, dann reißen wir das ab. Und machen da auch Verteidigung hin. Packeisbucht. Müssen wir das auch abreißen. Und das können wir dann ausbauen. Ich will auf jeden Fall da in der ganzen Küstenregion vor allem die Verteidigung verbessern. Die nächste Stufe bauen. Da können wir die nächste Stufe bauen. Das würde ich auch gerne abreißen. Obwohl die Frage ist, was baue ich denn da hin? Also, ich würde sagen, wir bauen erstmal das Ding dahin, damit die zufriedener sind. Dann reißen wir das hier ab und bauen hier am Trollfjord. Wo ist denn der Trollfjord? Da hinten. Der ist eigentlich ziemlich sicher. Also ich glaube, da wird nichts passieren. Und da bauen wir dann einfach, keine Ahnung, Infanterie auf. Dann bauen wir noch eine Schmiede und dann nochmal die Elefanten hier. Wahrscheinlich. So, ganzes Gold wieder weg. Ehrengrad wird angegriffen, vor allem durch Reiter und sowas. Komm, führ mal das Gefecht. Schauen wir mal. So, wir machen einfach mal los. Machen wir mal los. Ne, gleich angreifen. Auf jeden Fall nicht die Mortars irgendwas machen lassen. So, irgendwie so mal gucken, dass wir das so hinkriegen. Die Hunde vielleicht ein bisschen rausnehmen. So, genau, die Hunde können sich darum kümmern. So, meine Speerträger. Sehr schön. Die Gewehrkugeln sind ja nicht so schlimm. Die sind einfach nur rüstungsdurchdringend. Meine Trolle. Genau, jagt die einfach. Die anderen Trolle sollen auf das Mortar gehen. Hol dich mal den Igor. Uschkululululululul. Ab auf die Schützenreiter. So, der Igor leidet hoffentlich. Los, die Hunde. Ach, fuck, jetzt fliegen die natürlich. So. So, ihr stoppt mal bitte. Kann ich in den Nahkampf gehen? Vielleicht sind sie sogar genauso schnell oder schneller. So, holt euch die Magierin.
Das ist doch eine Farce. Sehr schön. Die haben sie doch eingeholt. Was kämpfen die denn? Also die anderen. Ach, die haben doch Schwerter. Alles klar. Aber sie brechen. Sehr schön. War wohl doch nicht so gut, alter Igor. Knapper Sieg. Ich finde, knapper Sieg ist ganz gut, wenn man sich da überlegt, dass wir unterlegen waren eigentlich. Na, da war der Igor wohl ein bisschen zu cocky. Natürlich opfern. So. Und ich will sagen, Land der Trolle? Ach, lol. So. Oh, es gibt sogar 300 Gold. Sehr schön. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, mit dieser wunderschönen Schlacht sollten wir eigentlich das Ende machen. Das Ende besiegen. Weil ich glaube, ich glaube, wir machen das trotzdem. Ne? Lief ganz gut. Die Folge ist auch ordentlich lang. Muss ich ein bisschen runterschneiden, damit es ein bisschen handlicher wird. Ansonsten, wir haben die nächste Stufe des Adlers erreicht. Ja, es ist ja, unser Ziel ist ja, Azrik, Hüter des Irrgartens und mächtige Herrscher des Wandels zu bekommen. Ja, das ist so ein Vogelmensch, wie das Chaos den hat. Dann werden wir auf jeden Fall den Kislev noch ein bisschen rummarodieren und richtig aufräumen hier. Ich habe halt nicht mehr viel Infanterie, das ist das Problem. Obwohl 5 Einheiten geht eigentlich. Läuft gut. Ich bin jetzt nicht unzufrieden, würde ich jetzt sagen. Läuft ganz gut. Ja. Hier würde ich sagen, machen wir eine Schmiede und dann machen wir da einfach auch die Elefanten. Und mal gucken, was das letzte ist. So, wie immer, falls die Folge gefallen hat, dann lasst mir ein wenig Liebe da in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Euer Schulzmann.